Leute, ich bin so froh, dass ich es endlich mal wieder geschafft habe, jetzt einen Vlog zu starten. Und ich hoffe, es wird jetzt auch ein durchgängiger Vlog. Und ich werde nicht wieder einfach mittendrin aufhören und dann kein Material haben. Achtet nicht auf all dieses Durcheinander hinter mir. Nach wie vor bin ich einfach extrem unordentlich. Aber meine Mitbewohner haben mir nahegelegt, öfter mal zu vloggen, weil ich dann natürlich auch mehr Videomaterial habe, weil meine Tage ja immer recht stressig sind und dann nicht dazu komme, mich hinzusetzen und ein Video zu drehen. Deswegen ist Vlogging immer ganz gut und ihr habt euch Vlogging auch gewünscht. Deswegen vloggen wir jetzt ein bisschen. Macht euch nicht dieses so unordentlich. Ha? Hat man dich gesehen? Weiß ich nicht. Ich will helfen. Lena hat so ein ambivalentes Verhältnis zu YouTube. Eigentlich ist sie Hashtag Single Lena und damit sowieso schon eine Legende im Internet. Aber dann ist es halt... Ich will nicht, dass da ein Bild zu entsteht von mir. Sie will halt nicht, dass ich ihr bin wisst... Ich bin das Phantom. Okay. Sie will halt nicht, dass ihr von ihrer Hotness wisst. Das Problem ist, das hier ist Fischei, Lena, deswegen sieht man dich trotzdem. Was? Hashtag Single Lena. Was ich euch nämlich eben in der Küche nicht erzählen konnte, ist, dass wir gerade eben Dinge für Lenas Geburtstag gekauft haben. Weil Lena, Hashtag Single Lena, hat Geburtstag am Freitag. Und wir werden ja eine Fotokollage machen. Wir müssen noch den Rahmen kaufen. Aber wir haben schon die Fotos ausgedruckt. Und jetzt müssen wir noch irgendwas Niedliches mit einer Ananas drauf kaufen. Oder eine Ananas oder was mal in Berührung gekommen ist mit einer Ananas, weil sie liebt Ananas sehr. Und so werden wir uns dann noch auf die Suche nach etwas Niedlichem. Vielleicht eine Karte. Auf jeden Fall eine Karte. Und einen Schlüsselanhänger. Oder ein kleines Dingsi, was sie in ihr Zimmer stellen kann. Und all das weiß Hashtag Single Lena noch nicht. Aber I hope she will be like a happy Lena. Oh, weißt du was, Krähe? Is he bitching back at me? Aber erstmal, oh, ja, ist, weißt du, immer wenn ich ihn angucke, dann ist er ganz ruhig. Aber wenn ich mich umdrehe, hat er immer eine große Klappe. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ein bisschen draußen spazieren, weil Esther auch ein bisschen rumlaufen wollte. Esther möchte immer nicht so gerne auf der Kamera sein. Habt ihr vielleicht auf den Videodays schon gemerkt? Es gibt die niedlichsten Aufnahmen von den Videodays, wo Esther immer so im Hintergrund rumwuselt, dann so guckt, sieht, dass jemand eine Kamera hält und so, no. Walking off. Don't care. So, that's what we're gonna do now. Und heute Abend werde ich einen Burger haben. Das wird so schön. Was? Du willst einen Burger haben? Ja. Ich gehe heute Abend mit Tabea ins Haus. Hab ich doch erzählt. Niemand hört mich jetzt zu. Demand a sacrifice of blood. Blood. Cartel. I think it's probably not that interesting. Okay, I'm done. Sonne! So, oh, das war laut. Wir sind wieder zu Hause und wir haben jetzt ganz viele Dinge gekauft. Wir haben jetzt doch einen anderen Rahmen gekauft als den Rahmen, den wir eigentlich kaufen wollten, weil der Rahmen, den wir eigentlich kaufen wollten, der hat so viele Places für Bilder und so viele Bilder haben wir nicht und deswegen haben wir einen anderen Rahmen genommen, wo man das auch viel schöner so frei anordnen kann. Und dann haben wir noch Tee gekauft. Es ist arabische Nacht, exotisch blumig. Eine Kräuter-Tee-Mischung. Und ich habe dieses kleine Schlüsselanhänger-Ananassi gefunden. Und das kriegt sie dann noch. Und das ist die Karte, die sie kriegt. Und dann sind da noch Fokus. Und dann habe ich noch dieses, dann haben wir diese, was ist das Wort? Probe von dem Tee gekriegt.
weil sie uns gefragt hat, die Verkäuferin, was für Tee wir mögen. Und ich meinte, ich trinke immer Englisch Breakfast Tea. Und dann haben wir so einen Tee bekommen. All the photos. Und dann werden wir da so eine Pappe reinkleben. Und mit wir meine ich Johann, weil ich das nicht kann. Und dann werden die ganzen Bilder da angeordnet. Und dann kriegt Lena das zum Geburtstag. Und dann freut sie sich hoffentlich. Und wenn sie dieses Video sieht, dann freut sie sich hoffentlich noch mehr. Weil wir haben uns ganz viel Mühe gegeben. Vor allem ich. Ich. Am meisten habe ich. Aber ja, das ist eigentlich auch schon alles, was jetzt stattgefunden hat. Jetzt muss ich gleich das Video noch zu Ende drehen, das ich gestern aufgenommen habe. Oh Leute, das ist ein Stress. Warte, ich habe einen Tennisarm, ich muss den anderen annehmen. Also, ich habe das Video, das ist ein Storytime-Video und ich habe das vorgestern habe ich es aufgenommen und dann habe ich es mir hinterher angeguckt und habe gemerkt, dass halt der Fokus immer total am Rumspinnen ist, weil es immer neu fokussiert und ich sah halt einfach scheiße aus in dem Video, also weiß ich, es sah halt einfach nicht schön aus. Dann habe ich das jetzt gestern Abend, also wirklich spät abends und Mitternacht oder so angefangen, das nochmal aufzunehmen, war um 12:45 fertig, guck's mir hinterher an, stelle fest, dass es schon wieder Fokussierungsprobleme hat. Ja, und jetzt lasse ich es einfach so, weil ich euch auf Instagram gefragt habe und ihr meintet, das ist nicht so schlimm. Und ich kann halt auch nicht dieselbe Story 3 oder 4 Mal erzählen, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Deswegen, ja, das muss ich noch fertig schneiden. Und dann gehe ich heute Abend noch mit einer Freundin Burger essen. Da freue ich mich so drauf. Ich habe die letzten Tage wirklich versucht, mich ein auf den gesund zu ernähren und viel Sport zu machen. Und ich habe jetzt so Schmacht einfach nach Fritten. Das glaubt mir keiner. Und Pina Colada. Oh, Pina Colada. Und vielleicht ein Eis. Aber dann muss ich morgen direkt wieder zum Sport. Johann packt jetzt den Rahmen aus und dann wird hier gebastelt. Ich muss erstmal was essen. Willst du nicht erst was essen? Oh ja. Lass uns erst was essen. So, das ist erstmal so weit, wie ich bin. Und ich melde mich dann, wenn es neue Dinge zu erzählen gibt. Momentan ist nichts mehr los, außer dem Rahmen und Essen. So, hallo, zurück in meine Unordnung. Ich... Seht ihr meinen Mülleimer eigentlich von da? Nein. Ich render hier gerade das neue Video, das ich jetzt endlich fertig geschnitten habe. Halleluja! Endlich! Und ich hoffe, dass es dann morgen online kommt. Also ja, heute ist Dienstag, der 13. Februar. Das heißt, ich hoffe, das neue Storytime-Video wird dann am 14. Februar online kommen, wenn dieser Vlog hier online kommt. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht vor Lenas Geburtstag. Und der ist am 16. Also, ja, mal schauen. Und... ja, was wollte ich euch noch sagen? Ich habe es leider vergessen. Ach ja, ich habe euch jetzt auch endlich in meiner Insta-Story eben gerade verkündet, was das Motto der neuen Motto-Party sein wird. Und ich sage es euch hier auch nochmal, falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, was ihr tun solltet. Ich blende es euch hier irgendwo ein, wie ich dort heiße. Das Motto ist Disney. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die Disney nicht mögen. Ich liebe Disney. Und ich werde als Tinkerbell gehen. Ich werde auch, denke ich, die ganzen Partyvorbereitungen wieder filmen und dieses Mal, anders als bei der Halloween-Party, auch tatsächlich mal online stellen. Also ja, ich hoffe sehr, dass ihr euch darüber freut. Das wollte ich hier nochmal kurz verkünden. Jetzt versuche ich ein bisschen aufzuräumen, denn ihr habt es vielleicht im Hintergrund schon ein bisschen erahnt. Ich habe einfach keine Ordnung in meinem Leben, in meinem Zimmer, in meinem Kleiderschrank. Es ist einfach nichts los hier. Bisschen aufräumen und dann werde ich nachher noch mich mit einer Freundin treffen und Burger essen und Cocktails trinken. Und ein bisschen quatschen. Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal vloggen werde oder nicht. Deswegen, ja, sage ich euch das jetzt schon mal. Bis später. Vielleicht. Oder morgen. Ciao.